WM-Qualifikation Schweden gegen Färöer oder auch Zlatan Ibrahimovic gegen den Rest. Egal wie man es auch nennen will, Schweden brauchte einen Sieg, um die Hoffnung auf Brasilien 2014 weiter am Leben zu halten. Denn Irland schlug Färöer am Freitag mit 3:0, die Schweden in der Gruppe C nur noch auf Platz 4. Also los, 35 Minuten rum, ab in den Strafraum mit dem Ball und da ist er, Ibrahimovic mit dem 1:0. Ganz wichtig für die Schweden, früh klare Verhältnisse zu schaffen. Dann wurde es etwas ruppiger. Als gegnerischer Spieler sollte man nie anfangen, Herrn Zlatan anzusprechen. Immer eine schlechte Idee. Diskussion gab es wegen einer roten Karte für Andreas Granqvist, der Simon Samuelsson da etwas zu viel im Gesicht herumgrabbelte. Naja. Dann diese Szene. Ibrahimovic wird von hinten angegangen. Er rollt sich ab. Elfmeter. Nette Entscheidung des Schiedsrichters. Und der passt. Schweden gewinnt und schiebt sich in der deutschen Gruppe C vor auf Rang 3, punktgleich mit Österreich. Ebenfalls 11 Punkte haben Giovanni Trapattonis Iren. Einzig die DFB-Elf zieht vorne einsam ihre Kreise. Aber dahinter bleibt es spannend.